Und ein herzliches Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal sind wir hier auf den furchtbar heißen Turm hochgestiegen. Wir haben leider keine Klamotten, die uns das aushalten lassen. Allerdings haben wir Medikamente, die das schaffen. So, und wir wollen jetzt da hinten rüber, um da hinten hochzuklettern. Und spontan würde ich sagen, wir fliegen einfach. Der Auftrieb ist hier eigentlich ziemlich gut. Ist ja sehr warm. So. Der Eldin-Turm. Natürlich ist es Eldin. Was denn auch sonst? Umso lustiger, dass Kakariko diesmal nicht direkt in Eldin ist. So war es zumindest bei Twilight Princess noch. Ich setze dir mal eben das Klettertuch auf. Das dauert mir noch zu lange. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Aha, schon wieder ein anderes Tempo. Gleich. Oh Gott. Knapp. So. Du schaffst das. Du bist der Mann. Wäre lustig, wenn sich da oben auch jemand befindet, der uns schon sucht. Halte ich aber für unwahrscheinlich. Und von oben aus werden wir gleich mal gucken, wo ein paar Schreine sind. Einfach nur, damit wir die schon mal auf dem Schirm haben. Wir werden da vielleicht nicht direkt hingehen, aber schon mal, um zu wissen, wo sie denn sind. Kriegen wir bestimmt irgendwie markiert. Nö, kein Abholer. Okay. Chica Steinergang, Chica Turm wird aktiviert. Juhu! Jetzt haben wir doch ganz schöne Stücke laufen. Ist ja schon ordentlich. So, jetzt können wir uns auch nochmal hier hinbieben lassen. Sehr gut. Dann Übertragung beginnt. Wow. 37 Grad. Ach komm. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Sieht nicht sehr lebensbejahend aus. So. Haben wir zufällig schon irgendwo Schreine? Da haben wir erstmal nur blanke Lava. Da auch. Da ganz weit hinten ist noch einer. So, einfach damit wir den im Gedächtnis haben. Ansonsten den haben wir. Sonst sehe ich hier jetzt erstmal keinen. Und wie kommen wir jetzt weiter nach oben? Gibt es da Wege? Ach du Kacke. So, wir können aber... Ach so, wir sind hier schon einmal rum. Wir haben das übersprungen, wir sind hochgeklettert. So war das. Gerosee und Bebu-Insel haben wir ausgelassen. Okay. Dann müssen wir jetzt da dem Weg folgen, glaube ich. Ist das richtig? Das Specksteinklippen. Okay, offensichtlich. Ja. Ja. Ja, ist okay. Ja. Ja, hab ich verstanden. Ja. Halt. Boah. Übertreib halt. So, gut.
Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Kaboom. Hä? Achso. Verdammt. Hätte ich zünden müssen. So. Da ist der Schrein. Soll ich da denn hinkommen? Achso, hier brennen die schon von selber. Ach du Scheiße. Hey, halt. Nee. Was ist da am Abkokeln? Der Knochenbockstock. Ach so. Extra vor Schwanz rot. Ja gut, warum denn nicht? So, kommen wir irgendwie... Ach du Kacke. Aus Maul. Aufs Hässliche. So. Oh Gott. Abstoßen? So. Nee. Nein! Ah, verdammt. Ich hau mal wieder einen Brandschutz rein. Sind wir langsam knapp. Haben wir noch irgendwo eine andere Kiste? Leider nicht. Okay. So, langt das? Ein bisschen knapp. Ist ein bisschen knapp. Ist immer noch knapp. Sagen wir mal so. Oh, wieder. Ach komm. Ja. Als wenn man mir das noch ständig sagen muss, dass hier ein Tempel ist. Ich sehe den noch schon. Ich stehe auch schon quasi vor der Haustür. So. So. Kyoramu-Schrein. Auf geht's. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Ist da drin auch so heiß? Wäre schön, wenn nicht. Du kannst nicht an Fels überhängen oder Decken entlang klettern. Wenn du es versuchst, wirst du den Halt verlieren. Okay. Hier drin ist offensichtlich angenehm. Scheint so. Mein Name ist Kyoramui. Im Namen der Göttin soll Hühner sollst du geprüft werden. Mit Gewichten. Balanceakt. Ach du Heilige. Ja, das habe ich immer gehasst.
Das habe ich schon bei Twilight Princess in dem Dingstar-Tempel gehasst. Hierauf ein Schlüssel für. Okay. Schlüssel befindet sich wahrscheinlich in fraglicher Truhe. Truhe. Das ist keine. Achso, das ist. Achso. Okay, das geht so nicht. Da muss so eine Bombe rüberwerfen. Aber ich überlege gerade, wie kommen wir denn. Wie kommen wir nur. Da hinten noch irgendwas von Bedeutung. Offenbar nicht. Wie kriegen wir diese Tür da auf? Da ist eine Truhe. Also hier sind Gewicht drin, aber wir brauchen einen Schlüssel. Und der Schlüssel ist da oben in der Kiste. Können wir vielleicht einfach mal. Ja, toll, jetzt haben wir keine Feuerpfeile. So ein Drag. Ist da irgendwo ein Weg nach draußen, dass wir die rausheben können? Kein Bauklötzchen im Prinzip. Schade aber auch. Achso, aber vielleicht. Das geht. Cool. Reicht das schon? Reicht. Gut. Oh, kleiner Schlüssel. Ist da irgendwas Spannendes drin? Gleich mal ausprobieren. Scheint das Holz zu sein. Oder auch nicht. Nee, es sind offensichtlich Metallgewichte. Nee. Man soll so viel einfach nicht kaputt machen können. Das könnte es auch bedeuten. So, jetzt hole ich sie erstmal alle hier raus. Ihr seid frei. Kommt raus. Oh. Oh, kommt raus. So. Bleib erstmal da. So, du auch. Bäh. Bäh. So. Will ich zuallererst. Kann ich hier abstoßen? So. Oh ja. Lass mal da in die Nähe bringen, weil ich sehe da vorne eine Kiste, die will ich haben. So, müsste erreichen. Kann ich jetzt darüber und dann. Ah, verdammt. Halt, halt, stopp. Halt, hallo, hallo. Ach, beziehungsweise, warum ist die einfach gleich so? Ich nehme den dahin. Stell dann fest, ich muss doch hier hoch.
Hey, du Klotz. Zurück mit dir. Du musst da hoch. So. So, dann. Tada! Nehmen wir mit. Ritter Zweihänder. Ich hasse es. Müssen wir Ronus finden, das geht so nicht mehr. Das Zora-Schwert ist wahrscheinlich sehr, sehr schick. Allerdings hat es keinen Wumms. Wieso brauchen wir noch einen Zweihänder? Warte mal, ich pack mal. Wir brauchen mehrere kurze Waffen. Warte mal, das schmeißen wir mal weg. Nehmen wir dafür das Schwert. So nun. Können wir nicht. Okay. Dann ist jetzt der Plan. Halt. Ich da hoch. Ablegen. So, jetzt kommst du mit. Lass mich hier mal runter. Dann ist das zu hoch. So. Damit haben wir es, glaube ich, eigentlich schon. Ach. Sehr gut funktioniert. Du alter Block, du. So. Nur ein paar an den Kopf gekriegt, aber sonst ist okay. Bidling. Yippie. Können wir wieder beten. Ich glaube, ich werde erstmal auf Herzen setzen, statt auf Ausdauer. Mit Ausdauer kommen wir bisher gut zurecht. Das Klettern geht, Ausdauer beim Rennen ist auch okay. Nur mit dem Herzen. Wenn wir ein paar Treffer abkriegen, ist immer schlecht. Dann stehen wir mitunter sehr doof da. So, ich fange an zu fackeln. Das wollen wir gleich mal unterbinden. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Wieso ist ja alles wieder durcheinander? Alter. Du halt mit. Das war knapp. So. So wieder hier rum. Kommst du jetzt auch wieder hier rum? Und ziehen wir den am besten noch ran. Hallo.
Grill Edelgeflügel. Es wird direkt geschmort hier oben. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So. Jetzt war der Plan, wir müssen doch da oben. Ja. Dann gehen wir doch nach oben. Gleich sind wir da, gleich sind wir da. Ich hatte nämlich erst überlegt, führt da oben Weg lang oder ist das einfach nur... Aber ja, offensichtlich schon. So, wie sind die fiesen Monster dort unten? Sind sie fies? So, was haben wir denn hier? Lava, 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 Lava. Einmal bis oben hin, da ist ein Tor. Und dann... Na gut. Kawabunga! Ach du Scheiße. Die Musik gefällt mir nicht. Die klingt so, als würde gleich ein Wächter auftauchen. Die sollen das mal schön lassen. Dum, 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 dum. Haben wir eigentlich aktuell die Möglichkeit, Kleidung zu kriegen, bei der wir nicht verbrennen? Ich glaube nicht, ne? Es ist für uns eigentlich deutlich zu heiß hier oben. It's too fucking hard. Ein Grillhuhn. Oh, weia. Dann nicht. Gut. Guck mal, Wegweiser. Todesberg, Etappe 3, Südmine. Der macht's nicht mehr lange, nehmen wir Steinspalter. Bernstein. Feuerstein und Salz. Wir sammeln erstmal schön Zeug. Achso, tatsächlich, das ist die arbeiten aber nur hier, okay. Gut, ich will mal nicht Jobs klauen, ich will einfach nur mal... Hallo? Guten Tag. Hä? Ein Hylianer. Das geht nicht. Warum? Ja, aber in Coronia regnete es. Es regnet Lavabrocken. Ich muss da hin. Was? Du willst dorthin? Du willst wirklich gehen? Nee, nee, das geht nicht. Hylianer sind so empfindlich. Es sind nicht nur die Lavabrocken. Der ganze Zwerg ist weiß. Hä? Moment, bin ich. Moment, was stimmt nicht? Der ganze Berg ist heiß. So. Es ist jedenfalls so gefährlich. Das sagt Papa immer. Wer ist Papa? Bist du Papa? Ja, ja, ja. Toll. Hallo? Ah, Bruder, wenn ich glücklich bin, dann ist der Chef glücklich. Und wenn der Chef glücklich ist, dann ist auch ganz Geronia glücklich. Los, grab das Erz aus, dann verdienen wir uns alle eine goldene Nase. Ups. Das geht ja eigentlich gar nichts an. Wer bist du? Ich bin ja der Vorarbeiter der Geronischen Bergbaugesellschaft. Mein Name ist Doril. Ich leite den Abbau hier nach Weisung des Chefs nach in Goronia. Heute heißt es wieder Gram, Gram, Gram. Gibt's sonst noch was? Goronia? Goronia ist unsere Stadt. Die Stadt der Goron. Ja? Wenn du dorthin willst, folge einfach diesem Weg. Immer geradeaus. Als Hylianer musst du aber aufpassen, dass du nicht verbrennst. Gibt's sonst noch was? Harte Arbeit, wa? Jo. Der Reichtum von Goronia fußt auf harten Arbeit. Auf der harten Arbeit, die wir hier leisten. Noch besser wäre es, in der Nähe des Gipfels zu graben, aber dieses Ex-Monster macht das unmöglich. Das wär's, danke. Tschüss, Bruder. Jawohl. Kannst du das noch irgendwie weiterhelfen? Ich hab doch vorhin nur einen normalen Menschen gesehen. Wo ist denn der hin? Da vorne. Jo. Ah, du kommst gerade richtig. Ich bin auf dem Heimweg von Goronia, aber ich habe vergessen, Mitbringsel zu kaufen. Eigentlich wollte ich ja ein paar von diesen Löschechsen am Todesberg fangen, aber die sind mir zu flink. Kannst du vielleicht für mich fangen?
Für 10 Löschechsen würde ich dir eine Antifeuer. Jo. Löschechsenjagd. Wo finde ich die Viecher? Ich habe nicht viel Zeit. Bist du eine Löschechse? Ach, verdammt. Tatsache. Kann ich die denn einfach... Löschechse. Sehr gut. Wie viel gibt's hier noch? Mein Brandschutz geht bald zu Ende. Hier muss auch noch ein paar gehen. 10 Stück brauchen. Was machen die? Bitte Effekt entsprechen. Ja, okay. Schuppen sind feuerfest. Okay. Der macht doch jetzt erstmal Picknick oder wie? Oder sucht er noch? Halt! Mist. Damit hätte ich rechnen müssen. Le Jackson, wo sind sie denn? Das war eine. Wo ist sie hin? Hallo? Hallo. Wo ist denn jetzt? Ich habe doch eben eine weggeschossen. Verdammt. Ich sollte vielleicht nochmal einen Trank nehmen. Es wird langsam knapp. So. Löschechse, wo seid ihr? Es ist hier drin, es ist hier echt zu dunkel und gleichzeitig zu hell. So, aha, einfach mal ein paar Steinchen hochheben. Ist auch eine Idee. Glaube ich jetzt? Nicht genug wahrscheinlich. Fünf. So. Hier oben vielleicht noch. Langsam wird es ja echt warm. Ich hätte gern eine Antifeuerrüstung. Wenn ich den selben Stein jetzt nochmal nachgucke, dann ist da keine neue, ne? Schade. Hätte ja sein können. Dann gehen wir nochmal nach da hinten. Dann können wir jetzt eigentlich... Pass auf. Chica-Sensor. Das kommt jetzt ändern. Ich will auf Material. Die Löschechse wird nicht mit aufgenommen. Echt nicht? Achso, vielleicht Tier. Klar, ist ja Tier. Hier nicht. Das auch nicht. Hochlandschaf. Okay. Hat ein Foto gemacht. Fehler. Vielleicht sind da oben ja noch ein paar Steinchen. Verdammt. It is too fucking hot.
Man muss ja trotzdem da vorne suchen. Wäre eine Idee. Wir schauen hier einfach mal. Löschechse, hallo. Hallo. Nee. So ein komisches Viech. So ein Gubbel, Gubbel. Nee. Keine Echse. Verdammt. Ich brauche da nur noch 5. 4. Mir gefällt es hier nicht sonderlich. Können wir nicht untersuchen. Das ist schlecht. Der ist im Moblin. Verdammt. Es müssen doch nicht mal viele sein. Kannst du vielleicht da hoch und darüber springen? Jetzt nur mal so. Das ist ja geil. Juhu. Halt, jetzt geh da auch hin. Du, lurch. So, noch 3. Löschechsenjagd. Ein Spaß für die ganze Familie. Vögelchen. Der Ritterbogen geht gleich kaputt. Das ist nicht so cool. Dann wird es nämlich echt schwierig. Vielleicht da oben? Können wir bitte die Musik ausmachen? Die beunruhigt mich. Sieht nicht so ertragreich aus. Eine Echse. Ist der Typ noch da? Ja, okay. Der Ratter wird schon abgehauen. Keine Echse. Echse! So, viele sind es nicht mehr. It's getting hot in here. So, noch 2. Verdammt. Now we have a problem. Topaz. Oh. Ritsch, ritsch. So, wir haben noch 2 Flaschen. Müssen wir irgendwie noch an 2 Echsen kommen. Also wir müssen irgendwo unter 2 Steinen noch eine Echse finden. Jetzt so ein Huhn. Kann ich die eventuell? Ja. Nummer 1. So, Nummer 2 ist doch hier bestimmt irgendwo. Hallo. Irgendwo ein loser Stein. Ach genau, hier ist genau die Klippe. Verdammt. Ich brauche doch nur noch eine.
keine einzige Hexe. Vielleicht da dorthin. Achso, ich habe nichts zum Schießen. Und Home Run. Habe ich noch einen Bumerang? Hallo? So. So nicht. So. Momentchen. So, da bin ich wieder. Habe ich eben ganz schlau aus Versehen die Audioaufnahme ausgemacht. Musste gerade husten, deswegen kam es so abrupt. So. Also. So, wir suchen immer noch eine Echse. Eine wird's ja. Hallo. Eine wird es ja wohl noch irgendwo geben. Das Doofe ist nur, wir haben nichts zum Jagen. Das Einzige, was wir werfen könnten, wären Schwerter. Ist bisweilen nicht so ertragreich. Ich sehe aber auch kein einziges Viech. Eine fehlt noch. Eine einzige fehlt noch. Das Doofe ist, ich kann sie ja nicht mal suchen. Ja, Hexe. Kann ich nicht als Suchziel einsetzen. Exilein. Hallo. Ihr süßen Kleinen, kommt zum lieben Onkel. Hier, Lex. Nein. Dreck. Noch mehr Steine haben wir hier leider nicht. Der hier vielleicht noch. Nein. Hatten wir auch schon. So ein Dreck. Hab schon jeden Stein umgedreht. Mann. Den auch. Wir kriegen ja sehr schön viel Kohle zusammen. Hexe. Keine Hexe. Ich gehe nochmal nach hinten durch. Also langsam geht uns der Brandschutz aus. BC-Hierungsweise, wir haben noch eine Flasche. Bis dahin muss eine Echse gefunden worden sein. Wir können nochmal oben auf den Berg. Vielleicht hat sich da mittlerweile was Neues ergeben. Wenn ich hier jetzt so spontan keine erspähe. Gehen wir halt mal um den Berg rum. Ob das so schlau ist, weiß ich immer noch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Keine Echse. Keine Echse. Was soll denn das? Ich will nur eine Echse haben. Ich will hier nicht auf dem Berg abfackeln. Mann.
hier haben wir. Halt. So, nein, ich habe nicht übertrieben. Mist, jetzt mit Schwert führen. Nein, es ist in den feurigen Abgrund gefallen. Naja, wir haben noch. Fürs Abbauen haben wir immer noch einen Eisenhammer. So ein Dreck. Aber gut. Was ist das denn? Irgendwas ist da nicht so cool. Oh. Dann liefern wir die Grappen mal ab. Es sind schon wieder 40 Minuten geworden. Verdammt. Wo war das jetzt? Da war der Typ. Kaubunga. So, Löschechsen. Gibst du schnell oder kommst du schnell? Ja. Sehr gut, danke. Dann ist das hier für dich. Ein Anti-Feuer-Rüstung. Ja. Hä? Was ist? Den Helm kann ich dir nicht geben. Der war unglaublich teuer. Wenn du auch einen willst, musst du ihn in Gronia kaufen. Gronia ist die 5. Etappe von hier, wenn du in nördliche Richtung gehst. Ach ja, wenn du mir noch mehr löscht. Ja, nee. Ja, schön. Das ist ja eine Wunderschönigkeit. So. Tasche. Nicht das stylischste, aber immerhin. So, ich bin gebrandschützt. So, kann ich den denn jetzt? Was sagt denn der Kleine, wenn ich den jetzt nochmal frage? Okay. Und du? Hör mal zu, was ist denn? Warum beklagt sich gerade andauernd? Keine Ahnung. Warum weißt du das nicht? Wenn du erwachsen bist, dann kann man ja wohl verlangen, dass du Bescheid weißt. Boah, sind die alle faul laut, ey. Wo ist denn der Kleine, der uns gesagt hat, wir können da nicht hoch? Ist offensichtlich weg. Gut, aber dann machen wir jetzt mal endlich hier Partende. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.